Zu Recht, liebe Schwestern und Brüder, ist immer wieder viel von der Einheit die Rede. Von diesem letzten großen Willen, den Jesus am Ende seines hohen priesterlichen Gebetes hier im 17. Kapitel bei Johannes formuliert. Daran macht sich viel fest. Natürlich auch der Schmerz einer zerrissenen Christenheit. Es war ein sehr begnadeter Schweizer protestantischer Pfarrer, der in seinen Betrachtungen zum Johannesevangelium darauf hingewiesen hat, dass wir aber manchmal zu schnell von Einheit reden. Er sagt, ich zitiere ihn jetzt, es ist leicht möglich, eine Einheit herzustellen von 20.000 Leuten, die sich in einem Stadion einfinden und sich kümmern um einen Lederball, mit dem 22 Menschen spielen. Das ist auch eine Form von Einheit. Und er führt weiter aus, es ist für den Teufel ganz leicht, 200 Millionen Menschen zu einer Einheit zu führen, und es ist eine komplett schreckliche Ideologie, die eine Einheit bildet. Also worum betet Jesus hier? Wir sind auch kirchlich in der Gefahr, auch aufgrund unseres, sofern wir diesen Schmerz empfinden, über die zerrissene Christenheit immer nur von Einheit untereinander zu reden. Darum betet Jesus aber nicht. Was Jesus hier tut, ist eigentlich etwas Unerhörtes. Er will uns in die Einheit mit sich bringen, damit wir Gemeinschaft mit Gott haben. Und wir könnten umgekehrt fragen, ob deshalb die kirchliche Einheit, die Einheit der Christen nicht gelingt, nicht recht gelingt, weil wir zu wenig eins sind mit Jesus. Dass es möglicherweise gar nicht so sehr jene und diese dogmatische Frage ist oder diese oder jene Praxis, sondern diese Einheit mit Jesus selber, um die er hier bittet. Wie ich in dir bin. Dieser evangelische Ausleger hat darauf aufmerksam gemacht, zumindest war das ja früher so, heute sind die Familien ohnehin kleiner, dass jeder in die Ehe irgendwie einen Anhang mitbracht. Wir sagen manchmal die bucklige Verwandtschaft. Die heiratet man ja mit, man kann sie sich ja in der Regel nicht aussuchen. Die werden einfach portofrei mitgeliefert. Die hat man dann irgendwann im Wohnzimmer sitzen. Und genauso, er nimmt diesen etwas gewagten Vergleich, genauso will Jesus die, die er sozusagen auf den Landstraßen dieser Welt aufgesammelt hat, die jetzt zu ihm gehören, in die gleiche Einheit mit dem Vater bringen, wie er selber in Einheit mit dem Vater ist. Also wenn wir nach Einheit fragen, sollten wir vielleicht ein wenig unsere Perspektive erweitern und uns zuallererst fragen, sind wir wirklich, leben wir in Einheit mit Christus? Bemühen wir uns um die Einheit mit ihm, die uns doch immer wieder neu geschenkt wird? Aber auch wenn wir den Kirchenraum verlassen, wenn wir die Eucharistie empfangen haben oder uns darauf vorbereiten, leben wir wirklich in der Einheit mit Christus und aus der Einheit mit Christus. Wenn sich darauf, es wäre eigentlich, müsste leicht sein, sich alle Christen verständigen könnten, dann würde von innen her eine unzerstörbare Einheit wachsen, um die Christus hier betet.